Ja, hier ist der Matti aus Berlin, YouTube-Username KomildMatti mit einem neuen Unboxing-Video von einem hervorragenden Spiel, welches gerade erst vor kurzem erschienen ist. Heute haben wir den 23. Mai 2015, das nun mal später, wenn man das Video irgendwann mal in 500-600 Jahren ausgräbt in der Wüste neben E.T., falls da noch Exemplare liegen, damit die Außerirdischen dann wissen, was ist das dann für ein Vogel. Bevor ich loslege, möchte ich euch erstmal zwei Spiele zeigen, die ich auch noch neu bekommen habe die letzten Tage. Dazu gehört dieses Spiel hier. Und wartet, ich komme gleich wieder. Und der Witz an der ganzen Sache ist... Dieses habe ich schon für die PlayStation 3. Damals wurde es von der PlayStation 2 aufgehübscht für die PlayStation 3. Und jetzt von der PlayStation 3 aufgehübscht auf die PlayStation 4. Hier ist es wieder so eine Limited-Gedöns an Geschichte. Und ja, jetzt habe ich es mir doppelt gemoppelt gekauft. Und nagelneu ist ebenfalls dieses Spiel hier. Eine Spielart, an die ich mich jetzt erstmal noch gewöhnen muss, weil sehr häufig habe ich solche Spiele noch nicht gespielt. Grafisch würde ich mal sagen, eine mittlere Katastrophe, aber spielerisch sehr hoch bewertet, so um die 88%. So, hier ist natürlich ein bisschen Unordnung, weil das ist hier eine kleine Ecke von meiner Videospielsammlung. Ich zeige euch nur mal kurz Sachen, die ich zur Seite mache, denn ich sammle Limited und Collectors Editions. So, ich komme gleich zu dem entsprechenden Spiel. So, das ist hier auch noch sowas. Normalerweise stehen die hier alle auf dem Tisch. Aber so, hier sind noch ein paar Kalender. So, wer jetzt natürlich noch nicht genau weiß, gut, in der Überschrift steht ja, um welches Spiel es sich handelt, und denkt, das ist das Spiel hier, irrt. So, jetzt kommen wir langsam. Ich räume hier praktisch Platz. Das ist ein koranisches, aus Koran, aus koranisches, doch, Rollenspiel. So, jetzt haben wir schon Platz. Hier ist meine Switcher-Ecke und genau um das Spiel geht es, nämlich um Teil 3. So, das sind hier so von dem zweiten Teil für den Konsolen und für den Computer. So, jetzt kommen wir der Sache näher. Davon habe ich auch noch diese Edition. Ich habe alle drei Teile gespielt, den ersten Teil damals auf PC, den zweiten Teil dann auf Xbox, und ich bin ein großer Fan. Ich werde mal jetzt zu Ehren dieses Videos, wo war denn diese Kette drin? Na gut, hier war sie schon mal nicht drin. Schade. Und, ach, hier ist sie wahrscheinlich drin. So, und da, das ist schon mal was ganz Feines, da bin ich auch relativ gestolz drauf, für die 360. Und ja, ich mag solche Klopper. Jetzt kommt aber das absolute Highlight, was ich schon einmal ausgepackt habe, aber nicht komplett. Ich zeige es jetzt praktisch schon das erste Mal. Ist diese Box, die gefühlte halbe Tonne wiegt. Und das ist für die PlayStation 4. Ist wirklich schwer, ich sag's euch. Jetzt rutscht da unten der... Warte mal. Ich mach's mir ein bisschen einfacher. Ich nehme jetzt praktisch einfach nur mal die Außenhaut. Ich enthäute das praktisch und zeige euch mal hier von außen. Für dieses Teil hier habe ich 149,99 € bei Amazon ausgegeben. Schon lange, lange vorbestellt, war auch schon lange, lange dort ausverkauft. Ich hatte eigentlich ursprünglich für die Xbox One und für die PlayStation 4 vorbestellt, habe mich letztendlich aber dann doch für die PlayStation 4 entschieden, weil es doch technisch etwas besser sein soll, zumindest was die Auflösung anbetrifft. Am Anfang war ich ein bisschen irritiert, als ich die Packung das erste Mal aufgemacht habe, weil ich dachte, hier hätten jetzt alle Angestellten von Amazon unterschrieben. Aber das scheinen wahrscheinlich alles Leute zu sein, die an der Entwicklung teilgenommen haben von The Wixxer 3. So,
Mein Kurzeindruck, bevor ich jetzt damit loslege, ist, ich habe es noch nicht sehr lange gespielt. Es ist grafisch sehr schön, es ruckelt selten mal und was mich ein bisschen stört, sind so die Charaktere oder bestimmte Objekte, die einfach so aufploppen plötzlich. Was stört mich noch? Ja, was auch so andere stört, die Charakterentwicklung ist jetzt nicht so der Burner, aber ansonsten ein hervorragendes Spiel. Wer die Vorgänger schon mochte, wird natürlich die Nachgänger als Nachfolger auch mögen. So, wenn man da jetzt reingreift, holt man dieses große Teil hier raus. Ihr seht, die haben wieder sämtliche Kosten und Mühen gescheut, um euch und mich zu begeistern. Wenn man das jetzt auseinandernimmt, wie so eine Ziehharmonika oder ein Fahrstuhltür, dann kommt da Folgendes zum Vorschein. Ich muss aufpassen, dass mir das nicht runterfällt. Junge, Junge, Junge. So, dann hat man jetzt hier erstmal dieses wirklich dicke Buch. Irgendwie stört das Licht hier ein bisschen, wa? So, das... So viel Platz habe ich hier gar nicht. So, dieses Buch nehme ich jetzt mal heraus. Und es ist wirklich auch relativ schwer. Und auch sehr dick. Darin sind schöne Artworks drin, Bilder. Und was mir jetzt auch besonders gut gefallen hat, die Texte da drin sind in Deutsch. Das gefällt mir hier. Das Lager der Eisriesen ist das hier zum Beispiel. Also sehr, sehr schöne, interessante Bilder von Monstern, Charakteren. Es ist über wie viele Seiten lang? Wartet mal. Über 190 Seiten lang. Hier sind wir zum Beispiel auf der Seite 188 und 189. Sehr, sehr schönes Buch. Gefällt mir gut. Habe ich auch schon durchgelesen. Dann ist das Spiel darunter, was natürlich sehr wichtig ist. Und wenn man das jetzt dann mal da auszieht nackig, dann kommt das hier zum Vorschein und darin befindet sich die CD ist in meiner PlayStation 4. Ja, wie man schon gewohnt ist, also immerhin eine Anleitung, immerhin hier so ein kleines Handbüchlein, immerhin Aufkleber, so rum. Denn was ich sehr gut finde, den Soundtrack. Wenigstens nicht zum Downloaden, sondern sind mit drauf. 31 Songs, das ist eine ganze Menge. Ja, hier noch irgendwie ein paar Lava, die Karte und irgendwelche Registriersachen. Ich zeige euch mal die Karte, die ist aus Papier, die wäre natürlich aus Stoff noch geiler. Und ja, das ist jetzt hier die Karte, wie ihr seht. Das Spiel ist wirklich sehr umfangreich. Und sehr abwechslungsreich. So, jetzt geht's weiter. Dann kommt hier unten mein persönliches Lieblingsdetail mit dazu, nämlich diese schöne Kette, die ich jetzt sogar mal auspacken und jetzt kommt der Burner sogar umsetzen würde. Sie fühlt sich wirklich sehr hochwertig an, weil sie ist auch sehr schwer. Sie ist also jetzt nicht aus Plastik, auch die Kette nicht. Ist wirklich schwer. Und fühlt sich einfach toll an und ist dementsprechend auch geil. Also die würde ich auch in der Öffentlichkeit oder sie würde mich in der Öffentlichkeit tragen. So, jetzt kommen wir noch, darunter liegt noch die noch eine Steelbox. Da kann man das dann halt so ja machen, wie man will. Darin befindet sich nichts, aber kann man jetzt zum Beispiel Soundtrack uns machen. So. Im zweiten Teil zeige ich euch dann die Figur. Die habe ich noch überhaupt gar nicht ausgepackt. Und ja, mal sehen. Ihr könnt natürlich wie immer unter allen meinen Videos eure Meinung zu diesem Spiel sagen. Wie gefällt euch das? PC, was weiß ich, Version? Seid ihr enttäuscht? Oder findet ihr das geil? Oder gut, einige haben es schon durchgespielt und sprechen von 60, 70 bis 80 Stunden Spielzeit. Ich brauche bestimmt wieder 300. Also bis gleich zum zweiten Teil. So, kommen wir zum zweiten Teil und zum letzten. Jetzt zeige ich euch, ja, mit das Wichtigste an dieser Box, nehmen wir mal wieder diese hervorragende Kette. Also ich kann nur warnen, wer ja in etwa nicht besonders stark ist, alle unter 6, 7 Jahren sollten diese Kette nicht tragen, schon gar nicht im Wasser.
So, jetzt kommt das Teil hier, was ich persönlich noch gar nicht, noch nicht ausgepackt habe. Ich bin in sowas eigentlich immer sehr empfindlich. Ich mache das jetzt extra für meine Zuschauer und Zuschauerinnen. So, warte mal. So, da haben wir die tolle Kiste. Jetzt bin ich natürlich wieder super vorbereitet und habe nichts zum Aufschneiden. Das ändern wir aber. Also, man nehme eine Schere. Also normalerweise würde ich die Figuren gerne aufstellen, aber ich habe absolut keinen Platz dafür. Das ist einfach zu viel, was hier rumsteht. So, das ist jetzt hier mit Tesafilm. Mann, das gibt's doch ja nicht hier. Aber ich mag das nicht so gerne, ehrlich gesagt. Aber anders geht's nun mal nicht. So. Das ist schon mal vorbereitet hier nicht. Zack, zack. Und jetzt... Hoppala, jetzt, sag mal, jetzt reicht's, aber es kommt mir hier vor wie so eine Operation. Ich hoffe mal, das reicht. So, jetzt schlüpft das Ei. Oh, knirsch. Ich sehe sie jetzt auch zum ersten Mal live. Ich muss aufpassen, dass sie mir nicht runterfällt. Das habe ich wieder ganz geschickt gemacht hier. Boah, das stinkt hier. Andere würden wieder sagen, geil, 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 und würden erstmal machen. So, was mich jetzt hier erblickt und umgekehrt ist erstmal, hier sieht es ja aus, seht ihr als erstes erstmal dieses Teil. Sehr, sehr schwer, ich habe leider keine Waage dabei. So, oh, ist die schwer, Leute, die ist wirklich schwer. Oh, die ist echt hübsch und schwer. So, hier haben wir einen Schwanz, der muss natürlich rein, den haben sie abgemacht. Ich werde mal den Schwanz hineinstecken, richtig tief, damit er gut hält. Vielleicht sollte ich es vorher einschmieren, aber es geht. Na, also man wüsste, hat er den Schwanz nun unten. Ach so, muss man ihn einschrauben oder was? Warte mal. Das ist jetzt nicht so... so oder runter. Gut, lassen wir das mal so hoch. So, hier seht ihr unseren Geralt richtig schön kämpfen mit diesem entsprechenden Schwert hier. Er hat ja zwei Schwerter, einmal so für Dämonen und Untoten und das andere so für Tiere und Menschen und was weiß ich. Sehr, sehr hübsch gelungen, sehr, kann auch sein, dass der Schwanz runter ist, also je nachdem, wie erregt der gerade beim Kämpfen ist. Und das ist von vorne. Und die beiden scheinen sich, sag mal, da fehlt doch mal was, warte mal. Ach, da fehlt noch was, nämlich den Schwanz von Geralt, hätte ich gerade gesagt, nämlich sein Schwert. Denn mit einer Schwert, so. Denn mit einer, wie gesagt, ich packe das ja jetzt auch gerade zum ersten Mal aus. So, jetzt ist es vollständig. Das ist praktisch sein Argument hier oben, dieses Schwert. Und damit haut er jetzt zu. Und unten steht noch was. Üppala. Ich habe wirklich Schiss, dass ich das Ding fallen lasse. So, wer das lesen möchte, macht jetzt einfach auf Pause. Also, es wiegt wirklich toll. Schwer, meine ich. Und es ist gerade so in der Größe, dass man sich das wirklich irgendwo hinstellen kann. Jetzt probiere ich mal nochmal raus hier. Und mach mal den Schwanz runter. Vielleicht ist das so. Boah, vielleicht sieht es so natürlicher aus. Also, dass das Spiel genial ist, geil ist, ist außer Frage. Es hat bis jetzt so in der Presse, also in weltweiten Presse zwischen 85 bis weit über 90% bekommen oder 10 von 10 Punkten. Und die Figur ist auch klasse. Allerdings, hier hat er übrigens die Kette an. Wäre natürlich geil, wenn die jetzt wirklich echt wäre. Also sagen wir mal mit so einer richtigen Kette und so. Aber das ist halt aufgeklebt oder beziehungsweise da modelliert. Handbemalen nehme ich mal an. Also ich kann diese Box, die ich wahrscheinlich nie wieder zusammenkriegen werde, nur empfehlen. Wer Lust hat, kann natürlich auch nur mit diesen beiden Steckteilen hier spielen. Vielleicht kann man die ja auch einzeln kaufen, dass man so den Anschein hat, dass da, versteht ihr, ist dann vielleicht günstiger.
Ja, ich stehe auf sowas. Ich hole mir Collectors Editions oder Limited Editions. Ich bin besoffen von diesem Spiel. Hab wieder zu viel Milch getrunken. Da muss ich halt einfach diese Collectors und Limited Boxen immer haben. Rechtzeitig vorbestellen, hat man im Glück. Also, jetzt würde mich mal, oder nicht nur mich, sondern alle, die dieses Video gucken oder geguckt haben, mal die Meinung von anderen interessieren. Natürlich könnt ihr auch eure negativen Meinungen schreiben und sagen, mir gefällt das nicht oder mir gefielen die Vorgänge nicht. Das ist für uns alles interessant. Hauptsache sachlich. So, ja, ich wünsche euch viel Spaß beim Zocken, Zuschauen oder auch nicht. Bleibt alle gesund, das ist das Allerwichtigste. Und mir, wenn ihr wollt, positiv weiterhin gewogen. Gewogen. Was, Gerald, du geile Nuss, du? Ich wollte euch ja noch ein paar aussortierte... ich hole das mal da hinten. Das sind noch so ein paar japanische Demo-CDs, die ich hier für euch rausgesucht habe. Die kann man zwar nicht kaufen, aber... Kann man zwar nicht kaufen, aber ich zeige euch die dann später. Erstmal aufräumen.